Schönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Car-Mechanic Simulator 2015. Wir befinden uns, glaube ich, in der dritten Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe, und sind immer noch fleißig dabei, hier Autos meistens am Fahrwerk zu reparieren. Oder Achsschenkel, ah, okay, diesmal ist es mal ein Achsschenkel, 64%, da hätten wir schon fast das Teil vom letzten Mal reinbauen können. Ich hoffe, es passt mit der Musik und allem, was hier so läuft. Boah, die sieht aber auch nicht mehr gut aus hier. Ah, es liegt daran, dass es der Achsschenkel ist. Also so macht einem das Spiel das relativ einfach. Es klingelt schon wieder das Telefon. Der hat noch 11% der Achsschenkel. Gut, dann ab mit dem Ding auf Webebühne. Und dann wollen wir uns das mal genauer angucken. Ab mit dem Ding hier. Einen kurzen Moment. Oh, da ist nämlich runtergefallen. So, Achsschenkel geht noch nicht los, natürlich hängt der noch hier überall dran. Ne? Also machen wir das nochmal ab. Und auch noch hier dran. Oh nein, dann muss ich hier die ganze Scheiße hier auch wieder ausbauen. Oder? Komme ich da irgendwie drum rum? Vielleicht reicht es auch schon, wenn ich die Bremse losmache. Gut, warum gehe ich nicht raus? Was ist hier los? Also geht doch. Hey, ey, so übertrieben, da wollte ich auch nicht ran. Mein Gott, ey, da muss man ganz schön viel abnehmen, damit man da rankommt. Ganz schön das Scheißteil. Scheiße, das geht trotzdem noch nicht. Fuck it off, ey. Da müssen wir auch noch den Querlenker von der Hebebühne aus abmachen. Und trotzdem noch die ganze Feder rausnehmen. What? Geht nicht. Warum nicht? Musst du doch auf Hebebühne? Ja, ich fürchte schon. Ja, dann aufwärts. Ist ja auch besser für den Rücken, ne? Also an dieser Seite haben wir echt fast alles schon abgebaut. Ja, aber so komme ich doch nicht in den Stoßdämpfer ran. Muss ich die jetzt losmachen? Ja? Na, okay. Das wusste ich gar nicht, dass man die da losmachen musste. Jetzt kommen wir dann auch endlich mal in den Achsschenkel. Cool. Gar nicht viele Teile ausgebaut, nur um in diesen verkackten Achsschenkel zu kommen. Vordere Achsschenkel, hintere Stoßdämpfer und eine Gummitülle. Hier ist nicht mehr viel übergeblieben. Eine Gummitülle. Wir gucken hier mal nach einer Gummitülle. Nee. Und hier schlecht zu erkennen. Nee, sieht auch ganz gut aus hier. In die oberen kann man schlecht reingucken. So, hier ist der Stoß einfach kaputt. Und noch was. Okay,
Okay, dann können wir den Stoßdämpfer so einfach nach unten rausnehmen, das ist gut. Aber welche Gummitülle soll es denn hier sein? Ihn nicht. Doch mal vorne irgendwo eine. Ach, hier die da. Wenn man in diesen Überprüfungsmodus geht, dann wird das so schön rot gefärbt. Man kann hier aber auch Kacke sehen, ey. Gut, das sollte das gewesen sein. Mal gucken, was wir heile machen können. Supernova. Ne, den haben wir ja gar nicht. Der ist ja gar nicht kaputt, so gesehen. Dann brauchen wir die noch nicht reparieren, ne? Also Leute, ich muss mal einen kleinen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. So, sorry Leute, da bin ich wieder. Entschuldigung für den kurzen Cut. Musste mal was nachgucken. Ihr habt natürlich inzwischen vergessen, was wir alles brauchen. Ein Vorder- und Achsschenkel A. Vorder- und Achsschenkel A, hinterer Stoßdämpfer A und eine Gummitülle. Achsschenkel A, Stoßdämpfer A. Okay. Machen wir einfach mal Achsschenkel, oder? Vordere Achsschenkel H. Das war jener hier. Der ist gar nicht mehr so günstig. Halt, Stoßdämpfer war der noch. Kann ich das eigentlich alles irgendwie auf einmal löschen? Nein. Stoß. Hinterer Stoßdämpfer A war das, ne? Glaub schon. Und eine Gummitelle. Gut, soweit so. Machen wir erstmal hinten wieder heile. Sandor-Modus, hier war der Stoßdämpfer geklaut worden. Ein damit. Und noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier war sonst nichts. Es kommt davon, wenn man jetzt Pause zwischendurch macht, dann vergisst man nämlich, wenn man die Teile geklaut hat. Ich habe jetzt im Moment eine Gummitülle. War die denn jetzt nochmal her? Ist die, die man so bescheiden sehen konnte hier in der Ecke? Ja, da ist er. Alter, das ist aber auch eine Kameraführung. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, eventuell kann ich da noch irgendwas anderes einstellen. Aber da ich alles noch in einer Sitzung bisher mache, weiß ich das noch nicht so genau. Okay, so ist hier richtig lustig. Als letztes haben wir den Achsschenkel rausgenommen. Den tun wir als erstes wieder rein. Dann den Stoßdämpfer. Doppelstange. So, jetzt die Radnabe. Am Lager.
Fakt, ich habe sogar die Antriebsachse ausgebaut. Mein Gott, Mann. Echt krass. Ventilierte Bremsscheibe, der sogar halt. Das bei so einem Kleinwagen, ja, der hat ja die Sportbremse auch drin. Kleinen Moment, ich zipse mal kurz an mein Mikro rum. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu laut irgendwelche Geräusche gegeben. Ich werde beim nächsten Mal die Mucke noch ein bisschen leiser drehen. Die ist mir persönlich nämlich auch ein bisschen zu laut. Ich kann sie jetzt auch gerade über mein Headset leiser machen, aber ihr habt natürlich nicht diese Möglichkeit. So, den Querlenker wieder rein. Die Zugstange. Und dann müsste das das eigentlich gewesen sein. So, mal gucken, was übergeblieben ist. Alte Gummitülle kann weg. Alte Achsschenkel kann weg. Stoßdämpfer kann weg. Scheiße. Ich habe eine vordere Stoßdämpferabdeckung über. Ja. Dann müssen wir wohl mal gucken, ob wir die hier vielleicht noch auf dieser Seite raufbauen müssten. Also muss das Teil hier erstmal wieder runter von der Hebebühne. Das kann ich dann nämlich nicht vernünftig hingucken. Ja, ich glaube, die fehlt da, ne? Na komm schon. Ne, hier ist sie da, auf der anderen Seite fehlt sie dann wohl. Ja, da fehlt sie eindeutig. Ja, das wäre nicht so gut, ne? Sonst kommt einem der Stoßdämpfer immer oben ganz locker durch den Motorraum entgegen. Und das will ja keiner. So, jetzt haben wir aber alles ausgebessert. 200 Öcken kriegen wir dafür. Alle Teile wieder weg. Klappe zu. Und ab dafür. 693 Erfahrung. Und weiter geht's. Echt Akkordarbeit hier, ne? Wir haben auch immer 4 offene Aufträge. Wieso haben wir denn eigentlich immer nur diese Fahrwerkssachen? Sind wir für was anderes noch zu schlecht oder was? Oder traut man uns noch nicht zu, an einen Motor anzugehen? Besser ist es wahrscheinlich. Aber trotzdem, also so. Ich sag mal, das ist so ein bisschen jetzt so auf Dauer, ne? Unterer Querlenker oben, Koppelstange hinten, unterer Querlenker. Gucken wir mal, ob der Querlenker hier vorne sitzt. Der kaputte hier nicht. Naja, der ist es. Okay, Beifahrerseite vorne. Ab mit dir auf die Bühne. Kann ich das so an? Nein, okay. Hinten, Stabilkoppelstange hinten, hinter Querlenker oben. Da kommen, müssen wir bestimmt auch auf die Bühne. Also das hier ist der Querlenker. Der sieht ja aber gut aus. Allgemein sieht die Seite gut aus. Genau hier. Haben wir wieder den guten Querlenker. War das nicht das Ding, was wir jetzt schon einmal hatten? Stabilisator, Koppelstange hinten. Da muss erst das Rad ab. Und sagen 16% hier. So, hoch das Ding. Ja,
Getränke raus. Knickknack. So, gucken, was wir wieder hinklöppeln können. Oh, 75%, das ist ja richtig gut. 55%. Was brauchen wir hierfür? 63. Scheiße, also ein Teil können wir wieder einsetzen, das andere nicht. Was hatten wir denn jetzt hier noch? Wir brauchten einen Stabilisator-Koppelstange und einen unteren Querlenker. Ja, genau die Sachen, die wir brauchen, haben wir leider nicht. Gut, also Stabilisator-Koppelstange hinten und unterer Querlenker. Quer. Unterer Querlenker. Muss gibt noch einen untersten Querlenker. Gefährlich. So, und natürlich habe ich das andere wieder vergessen. Stabilisator Koppelstein. Halt hinten. Ja, sieht zumindest so aus. Hier fehlt noch dieser. Ne, hier war alles gut auf der Seite. Hier fehlte das. Nämlich die Koppelstange. Und den Querlenker, den wir wieder heile gemacht haben. Auch mit der Felge. Wir schauen jetzt mal so, wie es am schnellsten einfach geht. Nicht am besten. Hier der untere Querlenker noch wieder rein. So. Alles heile. Alles weg. Ja. Und ab mit dir. Nur 3 Erfahrungen. Wir haben jetzt die Hälfte von dem, um tollere Autos reparieren zu können. Also es ist schon ein bisschen so ein Grind, muss ich sagen. Ah, naja, das Motoröl. Das können wir nochmal ganz schnell. Da brauchen wir auch nicht großartig drüber nachzudenken, wo da was ist. Da kippen wir einfach schnell neues Öl drauf. Ah, mit dir auf der Bühne. Oh. Karosseriemodus. Ja, komm schon. So, da. Nein, wir wollen nicht die Federung eigentlich. Wir möchten gerne den Motor. So, das ist die Ölwanne und das ist die Ölablassschraube. Die muss ab. Die Kosten für Ölreinigung. 100. Wieso 100, Alter? Was hätte ich denn da noch machen sollen? Gibt's hier irgendwie was? Gibt's hier so ein Ölauffangbehältnis? Da, oder? Ja, das gibt's wirklich, ey. Ach, krass! Okay. Scheiße, ne?
Das hätte ich natürlich da drunter stellen müssen. Also mir 100 Dollar abgezogen. Euro. Ja gut, weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, ne? Hey, oh ja. Ja, ich weiß, Zeit ist um. Das ist nochmal, aber... Bleib verstehen, du. Damit muss ja auch mal einer rechnen. So, Relablassschraube wieder reinmachen, bitte. Ah, die macht er automatisch sofort wieder rein, okay. Ja, neues Öl. Neues Öl muss rauf. Achso, den Ölfilter, oder? Ölfilter brauchen wir bestimmt auch noch Öl wechseln. Also da ist ein Ölfilter, ja. Natürlich gehört zum Ölwechsel auch immer ein Ölfilter. Sicherlich dieser hier. Ein blauer Ölfilter. Ja gut, dadurch, dass wir jetzt das Öl mitten in der Werkstatt gekippt haben, lohnt sich der ganze Auftrag eigentlich nicht. Naja, aber es kostet uns ja auch noch wenig Zeit. Und von daher ist das schon ganz okay. Hallo? Hallo? Manchmal ist es ein bisschen schwierig zu bedienen. So, jetzt kommt noch ein neues Öl rein. Öleinfüllschraube, genau die. Mit Filter brauchen wir immer ein bisschen mehr. Bei so kleinen haben wir ungefähr 3 Liter so. 3 bis 5 würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ob das genügend Öl war. Ja, reicht. Wir müssen sparen wegen den 100 Dollar Reinigungskosten. Euro. Alles recht. Hä? Verarschen? Ich hab doch alles Öl abgelassen und neues nachgefüllt. Nicht genug? Komm, dann mach ich halt noch mehr rein. Na, jetzt aber wohl, ne? Das ist ja wohl gut hier. Öl ist nicht günstig. Ah, okay. Hat noch einen Schluck gefehlt. Na, wie gesagt. Mit Abzug der Kosten hat das noch nicht mal unsere Strafen jetzt gedeckt. Ja, Leute, so ist das halt manchmal, ne? Wenn man Umweltsau reinmacht, muss man dafür bezahlen. Kann man nicht ändern. Wir holen sofort den nächsten Auftrag. Aber was das wird, seht ihr erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt K-Simulator, K-Mechanik-Simulator, Entschuldigung, mit dem Hamsen. Bis dahin, Leute, haut rein.